Ja, ihr wundervollen Herzenslichter, ich möchte euch heute auf einen ganz besonderen Kometen aufmerksam machen, und zwar auf den CP-Pons-Brooks. Das ist ein heller Komet, der jetzt im März und April 2024 über Europa, einschließlich über Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen ist. Und das hat auch ein besonderes Ereignis oder bringt ein besonderes Ereignis mit sich. Mit all diesen Energien, die wir jetzt hochschwingend spüren, auch mit der Sonne verbunden, dürfen wir nicht die Sterne und die Kometen vergessen, die natürlich auch uns noch mal ein höheres Wissen mitbringen, ja? Und die Beobachtungszeit ist jetzt. Und der Komet hat eine beachtliche Höhe über den Horizont erreicht, was sozusagen die Beobachtung dann auch erleichtert. Und um diesen Kometen zu sehen, kann man sich nach Westen oder beziehungsweise Nordwesten ausrichten, ganz bewusst in der Dämmerung, sozusagen, wenn es langsam zu Ende geht, der Himmel aber noch nicht ganz dunkel ist, am besten zwischen 19:30 Uhr und 20 Uhr Ortszeit, wirst du diese Energie besser sehen können. Und deshalb richte deinen Blick doch mal mehr in die Sterne, in den Himmel hinaus, vor allem jetzt in dieser Zeit, denn die Position des Kometen Pons-Brooks, auch im März genannt, also sozusagen jetzt im März und April da, dieser Komet 12P Pons-Brooks wandert jetzt im März vom Sternenbild in das Andromeda-Feld und auch in das Sternzeichen Fische und auch in den Sternenbild Widder und Sternbildfische, ja. Und diese Energie von Andromeda, auch den Plejaden, auch dem Oriongürtel, aber auch den Sternenbild Fische und Widder widerspiegelt uns oder hilft uns jetzt, diese Energie zu einen, die wir jetzt nicht nur für die Selbstheilungskräfte brauchen, sondern besonders, um die Weisheit der Sterne aufzunehmen. Und dabei unterstützt nicht nur jetzt die Sonnenaktivität, weil wir sozusagen mit der Zentralsonne verbunden sind, sondern wir sind jetzt direkt mit der Quelle selbst verbunden. Das heißt, die ganzen Informationen, die jetzt über das Kronenchakra hereinströmen, vor allem seit dem 12. und 14. März, ganz besonders mit den 10er-Portaltagen rein, die am 15. März begonnen haben, stand dieses besondere Kometenfeld bereits bei uns und lässt sozusagen seit dem 14. März auch die Andromeda-Energie mit einströmen. Andromeda steht für Heilsegen und Heilwissen, auch für die grüne Kraft, die Smaragd-Energie. Und genau jetzt ab dem 22. März, auch da, wo das Selbstmeisterprogramm übrigens, auch das verlinke ich hier oben nochmal, bei mir starten wird, wenn du auch gerufen bist, spüre hinein. Auch da wird am 22. März die Kometenenergie sehr groß sein. Man nennt auch die Energie die Windradgalaxie. Also wir haben eine starke Galaxiemagie in diesem 22. März, die da ausströmen wird. Und genau diese Energie hat sich mit Ostara verbunden, die am 20. März strömen wird. Also wir werden diese Energie, diese Potenzierung, diese Spiralenergie, diese Kraft der Ausdehnung noch mal höher spüren. Deswegen ist auch am 27. März im Fische und auch zu Widder hin die Energie dieses Kometen sehr spürbar. Auch gleichzeitig kannst du am 31. März den Komet noch mal deutlicher spüren, auch dieses im Sternenbild wieder beobachten. Ja, also die Positionen des Kometen verändern sich natürlich auch in den April hinein, also er wird uns noch länger begleiten. Und dieser Komet steht natürlich immer für eine glücksbringende Energie des Kosmos, unterstützt uns nicht nur in den Heilsegen, sondern vor allem jetzt in der Kreativität, in der Weiterentwicklung und auch für das Zukunftsfeld. Ja, wir haben ja jetzt im Monat April auch vor allem auch die Widder- und Stierenergie besonders da. Auch da Anfang April befindet sie sich nochmal in einer dieser Komet in einer ganz nährenden Kraft, also auch Laufe des Monats mit der Sonne zusammen. Also da wird nochmal eine starke Transformationskraft hereinkommen. Und deshalb ist der 10. April auch nochmal mit dem wunderbaren Pons-Brooks Kometen verbunden, der sozusagen auch nochmal die dünne Mondsichel im Sternenbild Widder zeigen wird. Also auch da wird die Energie der Neumondin nochmal sehr stark hineinfließen. Der 12. April zeigt sozusagen auch nochmal die Jupitermagie und auch den Uranus im Widder. Also wir haben am 12. April auch da nochmal können wir den Kometen beobachten von etwa 5 Grad vor Jupiter und Uranus im Widder und etwa 13 Grad darüber befindet sich dann der helle Sternenhaufen Plejaden. Das wird nochmal ein wichtiger Moment für uns werden, der 12. April.
was wiederum auch ein starker Heilsegen ist, denn die Plejaden strömen für die bedingungslose Liebe und der Jupiter strömt auch für die Expansion, für das Glückssegen und der Uranus natürlich für Veränderung. Der 20. April, auch da werden wir wieder den Kometen spüren, der wechselt sozusagen vom Widder in den Stier und genau in dieser Zeit werden wir dieses von der Südhalbkugel beobachten können und genau diese Energie von März bis April wird dieser besondere Komet verbinden. Das heißt, dieser Komet strömt für eine absolute Veränderung, für eine tiefgreifende, bewusstseinserweiternde Energie. Und dabei strömen auch natürlich die Sternengeschwister sehr bedeutlich mit uns. Auch die Lichtcodes der Arcturianer sind sehr deutlich bei uns, denn sie sind Lichtwesen, die uns helfen, auch mit den Zukunftsvisionen uns besser, auch mit den Innovationen der Evolution, Entwicklung uns besser ausrichten zu können und diese Impulse zu erhalten, die wir jetzt brauchen und benötigen. Die Plejaden unterstützen uns mit einer hohen Lichtkraft der bedingungslosen, reinen, wahrhaftigen Liebe, dass wir dieses Licht in uns nähren, auch das galaktische Venuslicht. Wir dürfen nicht vergessen, Venus ist der 12-dimensionale aufsteigende, besondere Planet. Venus ist schon der voll aufsteigende gestiegene Planet. Also viele Planeten haben sozusagen aufsteigende Anteile in sich, die schon einen höheren Aspekt in sich geeint haben. Und die Venus hat bereits den vollen Aspekt geeint, die 12-dimensionale Liebe. Und wenn wir uns mit dem Venusstern verbinden, dann können wir jeden Tag diese Energie der Liebe in uns einen. Und genau da unterstützt uns natürlich auch jetzt die Venus. Und das spüren wir auch mit den Sirianen verbunden, vor allem mit dem Oriongürtel, die uns große Weite jetzt in uns strömen lassen. Auch die Lyrianer sind da besonders da, denn sie sind die Energie, die sozusagen auch die Energie der Einhörner mit verbinden. Die sozusagen das Sternentor aus Lyra ist das Einhornportal. Und genau da schwingen hohe, reine, weiße Lichtkräfte mit uns. Und dieses Licht, dieses Regenbogenkreis, formende universelle kosmische Licht, das sich jetzt über alle Sternenkonstellationen, es sind so viele Sternengeschwister, Sternenfamilien, auch die Planetenenergien werden neu ausgerichtet. Auch da geschieht ein höherer, aufsteigender Anteil in jedem Planeten. Auch bei Mutter Erde selbst ist ja auch ein höherer Anstieg jetzt da. Lady Gaia hat ihre Energie erhoben, sie ist aufgestiegen, sie ist bereits in ihrer fünfdimensionalen Kraft angekommen. Jetzt dürfen wir das natürlich nur erstmal erinnern und akzeptieren, dass es so ist. Deshalb haben wir sozusagen auf der Erde noch immer diese niederen Formen, die wir erkennen im Außen. Aber innerlich fühlen wir bereits schon die höheren feinstofflichen Energien der Erde, wenn wir uns nach innen ausrichten und können dieses fünfdimensionale Feld bereits spüren, die fünfte Dimension, das höhere Bewusstsein. Im Außen zeigt sich noch die Umbrüche dadurch. Ja, hier ist noch sozusagen der niedere Aspekt der Erde zu sehen. Aber wir können es von innen bereits zum Leuchten bringen und zum Ausdruck bringen und zeigen, indem wir uns zeigen mit unserem eigenen Licht. Und genauso ist es auch bei anderen Planeten und anderen Sternen, dass sie auch im Aufstiegsprozess dieser hohen Entwicklung der göttlichen Matrix, der göttlichen Urquelle, Gott selbst, die uns da jetzt neu informieren, neu formatieren. Auch das ist wieder ein Wir-Bewusstsein, eine planetare Verbundenheit, die hier strömt. Wir alle, auch die Sternengeschwister, die Engel, die Erzengel, auch die universellen Kräfte, die hohen Lichtwesen sind jetzt im Ganzheitlichen. Wir formen uns und verbinden uns in der Verbundenheit wieder neu und kehren zurück in unser ursprüngliches Liebesfeld. Und das universelle Liebesfeld ist die Kraft der All-Eins-Verbundenheit unseres Herzens. Und deshalb unterstützt auch uns jetzt dieser Komet in unserer Kreativität, in unserer geistigen Vielfalt, die höheren geistigen Kräfte zu entwickeln in die reine Liebe. Ja, und da strömt natürlich auch die Kraft der Sicherheit nochmal. Ich lasse jetzt nochmal kurz eine Karte von den Engeln strömen, um uns sozusagen nochmal ein deutliches Zeichen zu geben, was sie uns da und ja, genau. Also die Engel sagen ganz klar,
Forme dich mit der Fülle, also der Engel der Fülle. Ja, eine neue Quelle öffnet sich in dir. Das heißt, die Quelle selbst, wir sind jetzt nicht nur mit den sonnenaktiven Täten beschäftigt und der Mondin und den Sternen, sondern alles kommt aus der Quelle selbst. Wir sind direkt mit der Quelle gerade mit diesen Lichtinformationen bespielt und informiert. Und der Engel der Fülle möchte mit dir sein. Der Engel der Fülle möchte dieses Kraftfeld mit dir ein. Und deshalb nähere dich jeden Tag mit dem Kraftfeld der Fülle. Ja? Und wir haben ja jetzt die 8, vor allem in diesem Jahr, Sonnenjahr, Drachenjahr. Und ich bitte auch da nochmal, was die liegende 8 auch schon geflogen für uns sagen möchte. Und hier haben wir nochmal diese innere und äußere Harmonie. Ja? Durch deine innere Harmonie entsteht auch in deinem Äußeren harmonische Räume. Ich lade alle Wesen ein, mit mir in dieses Feld der Harmonie einzutauchen. Ja, also die liegende 8 der inneren und äußeren Harmonie. Lasse dich für diese unendliche Fülle der inneren und äußeren Harmonie jetzt ganz besonders füllen. Wenn du von innen mit Harmonie genährt bist, zeigt sich das im Außen und so wiederum anders. Also es ist absolut die Energie der liegenden 8, die wir durch die Fülle in uns einen dürfen. Und genau diese Fülle, diese Fokussierung auf die höchste universelle Fülle, auf die göttliche Urquelle selbst, dieses hohe Licht sollst du jetzt einen. Innere und äußere Harmonie trage ich jetzt in mir, lebe sie in mir und um mich herum und teile sie zum höchsten Wohle aller. Das ist jetzt das besondere Energiefeld. Deshalb wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß, den Kometen in nächster Zeit, vor allem im März, April, zu beobachten. Denn dieser Komet strömt vor allem für unsere Harmonie, für unsere Fülle, für unsere höheres Bewusstsein und Ausweitung, Ausdehnung, bewusstseinserweiterndes Energiefeld. Das heißt, du gehst jetzt in eine große Ausdehnung und diese Ausdehnung braucht Fokus auf dein inneres Licht. Nähre jeden Tag das innere Licht in dir, sorge und pflege es täglich und du wirst mit einer verstärkten Intuition, mit einer großen Heilkraft gesegnet sein und dein Energiefeld kraftvoll, stabil und zu einem guten Fundament ausgerichtet auf die Erde und des Kosmos in dir verbunden haben und so weiterhin im kontinuierlichen Fluss halten. Und das wünsche ich dir von Herzen. Ich freue mich, wenn ich dich am 22. März zum Selbstmeisterprogramm begrüßen darf. Informiere dich darüber nochmal ein wenig. Hier unten verlinke ich das nochmal in der Infobox, denn das ist jetzt die beste Zeit, gemeinsam miteinander das Bewusstsein zu nähren und auch zu schulen und einzuweihen und sozusagen zu nähren mit dem, was dir jetzt geschenkt wird. Und dabei bekommst du Hilfe und Unterstützung von vielerlei Möglichkeiten und ich bin gerne ein Teil oder ein Teil deines Weges mit dir, um dein Energiefeld zu stärken. Ich segne dich von ganzem Herzen, deine Simone und Joseline.